Ja, schönen guten Tag, liebe Meerbuscherinnen und Meerbuscher. Herzlich willkommen. Eine neue Folge vom Bommerstag in der dritten Sommerferienwoche. Ja, wir haben es gesagt, wir wollen diese Zeit so ein bisschen nutzen, die Schulferien auch in den Kontext zu stellen. Und da wundert man sich vielleicht, dass wir hier auf dem Schulhof der Martinusschule in Ström stehen. Aber das hat natürlich einen ganz besonderen Grund. Wir wollen nochmal berichten über das Fortschreiten unseres Schulentwicklungskonzeptes. Und deswegen steht hier in meinem Rücken oder ist in meinem Rücken auch zu sehen, wie Fundamente gelegt worden sind hier auf dem alten Tennenplatz, der hier schon viele, viele Jahrzehnte liegt. Und auf diesem Platz sollen eben die Interimsbauten entstehen. Die Container werden jetzt in den nächsten Tagen dort gesetzt. Dafür sind eben diese Fundamente gelegt worden. Und die Container werden benötigt, um eben im Zuge des Umbaus hier der Martinusschule dann den Schülerinnen und Schülern ein Interim zu geben, in dem sie eben entsprechend dann adäquat auch weiter unterrichtet werden können. Das Ganze ist auf eine gewisse Nachhaltigkeit ausgelegt, weil hier ein paar Meter weiter beginnt ja auch schon das Grundstück der städtischen Meerbusch-Gymnasiums. Wie Sie auch sicherlich mitbekommen haben, im Zuge unseres Schulentwicklungskonzeptes müssen unsere weiterführenden Schulen, die Gesamtschule, das Meerbusch-Gymnasium und auch das Mathe-Gymnasium, sechszügig ausgebaut werden, um eben die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, die in den nächsten Jahren hier bei uns beschult werden, wo wir heute schon wissen, dass diese da sind, zuzüglich eben noch des Zuzuges, den wir ja auch statistisch erfassen können anhand von Prognosezahlen, um diese Schülerschaft eben auch beschulen zu können, sind wir ja in der Lage oder auch aufgerufen, unsere weiterführenden Schulen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule, auf sechs Züge auszuweiten. Und deswegen werden dann später diese Container, die hier hingesetzt werden, die zunächst einmal der Martinusschule als Interim dienen sollen, dann später auch weiter genutzt für die Schülerinnen und Schüler des städtischen Meerbusch-Gymnasiums. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, wir sind hier auf dem Schulhof der Martinusschule und eigentlich sind wir doch mitten in den Sommerferien und trotzdem sind Kinder hier, die über den Schulhof laufen, aber die oben auch hier in den Gebäuden des offenen Ganztags betreut werden. Es gibt ja vom offenen Ganztag auch in den Schulferien eine Urlaubs- und Ferienbetreuung, die auch gerne und gut genutzt wird. Und ja, so dient dann natürlich dieser Schulhof und auch die Gebäude auch in den Sommerferien den Kindern, um hier eine kompetente und qualifizierte Betreuung zu erfahren. Ja, zudem werden die Schulferien natürlich auch fast schon, ja, man möchte sagen, traditionell genutzt von unserem Service Immobilien, um kleinere Arbeiten in den Schulgebäuden durchzuführen. So auch wieder in diesem Jahr. Klassiker sind Lüftungsanlagen, Heizungssysteme, Elektroinstallationen, Fußböden etc. pp. Alles das, was natürlich in der ständigen Nutzung durch die Schülerschaft dann auch abgenutzt wird. Dafür werden die Sommerferien immer gerne genutzt, um eben solche Arbeiten dann durchzuführen, damit zum neuen Schuljahr dann eben auch wieder alles in Ordnung ist. Ja, von diesen Eindrücken eines nächsten Schrittes unserer Schulentwicklungsplanung, die Theodor-Fliedner-Schule in Langlatum ist ja Umbau ja schon im Gange. Die Martinus-Schule wird dann eben jetzt die nächste Grundschule sein, an der die Arbeiten dann beginnen. Mit diesem Eindruck entlasse ich Sie jetzt tatsächlich mal in eine dreiwöchige Sommerpause. Am 22. August sehen wir uns gerne wieder. Würde mich freuen, wenn Sie auch nach den Sommerferien weiterhin Interesse haben am Bommerstag. Wünsche allen, die vielleicht jetzt in der zweiten Ferienhälfte dann in die verdienten Ferien starten, alles Gute, gute Erholung und ja, machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.